Der erste Auftritt auf der großen Bühne. Im Stuttgarter Kindertheater Yes wird dieser Traum wahr. Dort gibt es Spielclubs, Werkstätten und jede Menge Möglichkeiten aufzutreten. Und mit seinen selbstgeschriebenen Stücken ist es auch noch erfolgreich. Im Mai etwa geht's zum Theatertreffen nach Berlin. Wir haben jetzt schon mal hinter die Kulissen des Yes geschaut. Es macht mir so sehr Spaß. Es gibt eigentlich nichts, was mir so Spaß macht wie das jetzt. Wir haben zwar jeden Tag 7 Stunden Proben, aber die Zeit verfliegt wie im Nu. Also das geht wahnsinnig schnell. Ich wollte mal wieder was Theatermäßiges machen, dass es jetzt Tanztheater ist, finde ich eigentlich fast besser als nur Theater, ist mehr Abwechslung. In den Weihnachtsferien haben sie eine ganze Woche geprobt. Eine Schauspielerin und 9 Jungs. Um die geht es. Das Tanztheaterstück 9 Leben, eine Suche nach männlicher Identität. Der belgische Choreograf Yves und die Theaterchefin sind bereits ein preisgekröntes Team. Stücke mit Jugendlichen und Theaterclubs für Kinder gehören zum Konzept des Hauses. Also ich sage immer, dieses Haus ist ein großes Haus des Spielens. Wir spielen für, aber wir spielen auch mit. Und über das Selbstspielen fängt der Virus an. Da hat er bei allen von uns auch angefangen. Für Theater ist es nie zu früh. Um 11 beginnt die Vormittagsvorstellung für Schulklassen. Die Themen sind nie leicht, aber immer brisant. So auch nach Schwaben.